Servus Leute, willkommen zu Fire Emblem Warriors Three Hopes. Nach einem Tag Ausfall geht es hier endlich weiter. Und zwar mit der Bonusmission, würde ich sagen. Jetzt habe ich den zweiten Mischung gar nicht an. Dem Kaiserreich feindlich gesinnte Generäle im Haus Ordelia haben eine Armee versammelt, um nicht zu Vasallen des Kaiserreichs zu werden. Setze ihre Rebellion ein Ende. In diesem Kampf wird der zugefügte unterirdische Schaden erhöht. Das ist gefährlich, aber das schaffen wir trotzdem, oder? Kein Problem. Ich habe mein Team offscreen noch nicht gelevelt. Ich wüsste, wie ich es machen kann. Ein kleiner Amiibo-Trick. Einfach Amiibo scannen und dann auf der Switch das Datum einen Tag nach vorne stellen, wieder scannen, dann wieder nach vorne stellen, wieder scannen. Und so kann man sich Geld und anderes farmen. Boah. Vor allem was getrunken, Entschuldigung. Wir haben ein... gut, du passt hier jetzt nicht so ganz so rein. Ah, Petra passt hier rein. Ja. Petra. Oh, Edelgard passt hier so gar nicht rein. Scheibenkleister. Yiritsa auch nicht. Die haben alle so... Ach, die sind alle kacke. Bernie passt hier aber rein. Okay. Doch. Gut. Was kann ich bei euch denn mal... Was Besseres hast du nicht. Du hast einen Stahl, was Besseres hast du auch nicht, ne? Nee, wir haben nichts Besseres, okay. Sie könnte ja nur den Charme-Ring geben. Einen Ring, der den Charme etwas erhöht. Warum nicht? Für dich, Petra, habe ich auch nichts Besseres, ne? Langspeer. Ja, leider nicht. Und die Giftglanze macht auch weniger Schaden. Ja, und du hast auch schon den besten Bogen, den du haben kannst, tatsächlich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, let's go. Wird uns hier zum ersten Mal einer sterben oder nicht? Ich bin gespannt. Wir lassen Bernie gegen Leute kämpfen, die sie definitiv besiegen kann. Aber erstmal nicht in die Festung, sondern... Oh, 25%, 52%, 25%. Das ist alles nicht so gesund, ne? So, und du kommst dann wohin? Hierhin. Ja, die packst du locker. Dorothea! Weißt du was, du kümmerst dich mal um Bernie und beschützt Bernie so ein bisschen. Um den Rest kümmern wir uns schon. Komm her, Babsack. Besiege den Ordelia-General. Ja, ja, ja. Ja. Komme ich gleich zu. Ich will erstmal für Bernie und Co. die Fluchtroute sichern, sag ich mal. So. Komm her, dich will ich eingenommen haben. Dich da unten auch. Weil je weniger Ärger ihr mir macht, desto besser ist das für mich. So. Willst du mich verarschen? Leute, nehmt doch mal das Ding da ein. So. Petra, du hast den Myrmidonen besiegt. Das finde ich sehr gut. Dann... Ja.
Ordelia General, Allianz von Leicester. Ich vertraue euch, Leute, ihr schafft das. Und wenn nicht, komme ich auch noch dazu. Ich mach den Bollwerkskommandanten platt und ihr macht den General platt, okay? So, den Rest überlasse ich euch. Achso, Mädels, dachte ihr macht das jetzt. Mädels, dachte ihr macht das jetzt, so. Ich mach den Rest hier platt. So, besiegt! So! Level up für Petra! Level 17! Sehr gut! Alles klar! Du kannst den anderen helfen. Ich clear noch das Haus und dann komme ich auch dazu. Hey, Geld. Schwer damit. Kann man immer gebrauchen. Soll das Schaden sein, den du mir machst, oder was? Wie unhöflich. So. Aufgeräumt. Hauptmission erfolgreich. So. Not a problem. I'm here to help. It's Bernie's time to shine. Ja, das packst du nicht. Das packst du auch nicht. Ja, das eventuell. Das sieht gar nicht so übel aus für dich. Na komm, probier dein Glück. Ich kann auf Distanz angreifen, du nicht. So, besiegt. Ich komme, Leute. Man kann ja ein bisschen mit Doro rumspielen, oder? Da
Jawohl, ja. Hauptmission erfolgreich. So. Besiege den General und sichere den Sieg. Ich mach schon. Du schaffst das schon. Oh, sogar One-Shot. Naja, never mess with Doro. Ich weiß schon, warum ich ihr vertraue. S-Rang. Felsenkette. Sehr gut. Und Held ist Dorothea. Ah ja, ihre Fähigkeiten gar nicht genutzt. Ja, ich war ja auch nie gut darin, diese Fähigkeiten immer zu nutzen. Eine Eisenaxt und ein Eisenschild. Ich habe noch nie Schilde benutzt in Fire Emblem. Wo kam das denn jetzt her, ey? Muss ich mir eben husten. 4200 Gold, sehr gut. Wir sammeln erstmal alles Gold, was wir kriegen können, bevor wir alles leveln. So. Okay. Dann, als Mundwärts, das wiederhältst du wiederhergestellte Trainingspunkte 1. Gut. Wir haben hier noch eine Bonusschlacht. Ist es hier? Nee. Ist es hier? Ein Wachturm, den der Feind verlassen. Da kommt mal eine Zusatzquest. Eine große Gefahr, jawohl. Zusatzquest. Oh, das ist wieder so eine Kacke. Eine Dämonenbestie und wieder ein Golem? Eine krude Dämonenbestie. Ah, okay. Bei zwei Bestien also. So gesehen vertraue ich meinem Team. Zwar, ich habe ganz gerne Edelgab wieder mit dabei. So. Dann lass mal kurz schauen. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Oh mein Gott. Provide some protection. Leave this one to me. Looks like we'll stand between us and the bright new future I envision. Do you want me to lay an ambush? Wie war, dass du überlebst? Das wäre schon mal viel wert. Besiege die Truppen der Dämonenbestie. Au, so eine bist du. Ah, okay. Oh, ich hab Edel erwischt.
So. Take a breather. Probably best not to overdo it. I owe you one. You got my back? Break a leg. Niemand gefährdet Doro. Ist das klar? Du blöde Bitch. Dafür zahlst du einen hohen Preis. So. Fahr zur Hölle, du Magierin. Faustkämpfe. Oh, hier, haut ab. Ihr dient mir nur als Futter für meine Spezialleisten. Einen anderen Zweck habt ihr nicht in eurer Existenz. So. Nicht mal eine Leiste voll. Komm schon, ey. Eine Leiste muss noch drin sein. Jawohl, danke. Die zweite ist gar nicht so wichtig. Danke, Doro. Oh, was ist denn hier kaputt? Wow. Okay, weißt du was? Ihr seid mir zu viele, haut ab. Oh Gott, das tut weh. Au. Oh. Still improving. I can't take my eyes off you in the fight. Und Bams, so. Siegt. That was a fearsome battle, but I'm glad we pulled through in the end. Gemeinsam schaffen wir alles. Unser Team ist gut. Unser Team weiß, was es tut. Meistens jedenfalls. Und wieder mal ohne Fähigkeiten. Level 18 für Petra. Na gut, Held sind wieder mal wir selbst. Level 27. Jawohl, ja. Ich habe das Gefühl, dass Lana bald overpowered ist. Rostschwert, Rostschwert, Rostaxt, Rostaxt, Rosthandschuhe, nur Schrott! Kannst du alles verkaufen. Aber immerhin gibt es ein bisschen Kohle, die wir wieder ausgeben können, um Leute zu leveln. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, war's das für diese Folge.
Noch nicht ganz, wir müssen noch erkunden. Du hast einen benachbarten Schmied getroffen, der dir einen Waffenprototypen angeboten hat. Nehmt euch ruhig an dieser Waffen, die sind Prototypen, also verlange ich nichts dafür. Meisterlanze, Meisterbogen. Oh, geil. Geil, 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 geil. Gib mir die Lanze für Petra. Meisterlanze plus 4. Oh, geil. Bei der Erkundung des Turms hast du gemerkt, dass sich darin noch feindliche Soldaten befinden. So ungeht auch sage, wir ergeben uns. Ich gebe euch unsere übrigen Vorräte. Bitte verschont das Leben meiner Untergebenen. Einfaches Baumaterial, knappen Insignien und Lagerbeutel. Ja, und dann würde ich sagen, wir können das auch noch machen. Cool. Weil wir die Gesamtanzahl besiegter Gegner in diesem Kapitel erreicht haben. Wir mussten 2000 besiegen, denn es wäre 2172. Und du hast in der Umgebung Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. Zivilisten geben dir dafür ein Geschenk. Behendigkeitsring. Okay. Gut, Leute, aber nichts mehr geht's denn hier weiter. In dem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein und einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Abo, würde mich sehr freuen. Und what the fuck? Ich habe keinen Platz für weitere Vorräte. Und ein neues Unterstützung. Wir müssen erstmal zurück in die Basis. Also, Leute, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao.